Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG-Fan. Jeder, der sich für die Vampire entschieden hat und als mächtiger Vampirlord spielen möchte, sollte das, was ich in diesem Video zeige, unbedingt wissen. Der Vampirlord hat eine große Schwäche, sowohl in Skyrim Anniversary Edition, was ich hier spiele, als auch in Skyrim Special Edition. Und diese große Schwäche ist diese schöne Frau hier. Seine große Schwäche ist Serana. Und hier ist der Beweis. Serana ist aktuell mein Begleiter. Die Wache greift mich nicht an, weil ich dafür mit einem Konsolenbefehl gesorgt habe. Es geht ja darum, wie viel Schaden die Wache jetzt von mir als Vampirlord nehmen wird. Und das Ganze ist auf der Schwierigkeitsstufe Meister. Schauen wir uns das Ganze an. Und es ist klar, der Schaden ist lächerlich. Also, es lohnt sich eigentlich gar nicht, als Vampirlord mit ihm zu kämpfen. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn Serana uns nicht begleitet. Also alles, was man tun soll, ist einfach. Ich glaube, wir sollen uns trennen, damit Serana erstmal zurück in die Burg geht. Okay, ich habe gewartet, bis Serana weg ist. Ansonsten die gleiche Ausgangssituation. Auch die Schwierigkeitsstufe ist auf Meister. Und wir schauen, wie jetzt unser Schaden ausschaut. Und man sieht, es ist deutlich krasser. 3, 4, 5 und das war's eigentlich. 6 und die Wache ist weg. Man sieht diesen krassen Unterschied im direkten Vergleich noch besser. Und nun die Auflösung. Also es ist anscheinend so, dass wir als Vampirlord sowohl mit dem Treffer selbst einen Schaden landen, als auch mit dem anschließenden Energieentzug, der sofort danach erfolgt. Beide Schadensarten sind dann von unserem Level entsprechend abhängig. Wenn wir aber Serana dabei haben, dann passiert Folgendes. Der erste Schaden durch den Treffer selbst wird, warum auch immer, auf 0 gesetzt. Und da bleibt nur die Frage. Warum? Warum? Als Fazit kann man also sagen, wer die Macht des Vampirfürsten wirklich genießen will, sollte sich einen anderen Begleiter nehmen. Denn man kann sagen, ja, man macht zwar wenig Schaden, aber das gleicht sich dadurch aus, dass Serana einem im Kampf hilft. Aber das macht auch ein jeder andere Begleiter, nur dass man durch jeden anderen Begleiter nicht schwächer wird, aber durch Serana doch. Okay, schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.